Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich hoffe, ihr schaut sie mit mehr Durchblick, als der Audi in dieser Szene besitzt. Medienprominenz zeigt Haut. Verkehrsbeobachtung ist wichtig, nach vorne zu schauen aber auch. Wie wurde aus einer Subkultur ein Massenphänomen in NRW? Aber der Clip ist ja noch gar nicht vorbei. Da vorne in der Pixelung, da taucht gleich einer auf. Eines der größten Tattoo-Studios hier im Westen. Einer dümmer als der andere. In Essen. Naja, immerhin hat er dich davor bewahrt, zu schnell durch diese Pfütze zu fahren. Mögliche Fußgänger hätten es ihm gedankt. Hier regeln keine Schilder die Vorfahrt, also gilt rechts vor links. Bist du noch ganz sauber? Willkommen bei der Telekom. Ulrike Meinhof war laut ihrem privaten Umfeld schon vor der Operation eher aggressiv. Aber sie war nicht krankhaft aggressiv. Kannst du mal kurz das wurde sie erst durch die Operation so übrigens. Solche Fälle gibt es immer wieder. Bei einer Alter! Was ist mit dir los, ey? Voller Schock. Ja, aber sie ich könnte eure Familie das. Hier gelten 70 km/h und wir sind schon zu schnell unterwegs. Und trotzdem wird munter über die Abbiegespur des Gegenverkehrs und eine Sperrfläche überholt. Okay, Garmin. Video speichern. Super Billy wechselt hier die Spur, doch das möchte auch gerne der LKW. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aus meiner Sicht ist der LKW-Fahrer an dieser Situation schuld. In dem Moment, als er den Spurwechsel beginnt, ist Super Billy schon so gut wie auf der mittleren Spur. Der Einsender schrieb noch dazu, er wäre natürlich wieder auf die linke Spur gewechselt, jedoch war das durch den Porsche-Fahrer, den wir auch hier im Bild sehen konnten, nicht möglich. Da vorne in der Pixelung meint einer, ich habe jetzt lang genug gewartet und zieht einfach raus. Tickst doch nicht ans Richtige. Video geschützt. So ein Vollidiot. Apropos Vollidiot. Apropos Vollidiot. Und mit was für einem Tempo der da über die rote Ampel fährt, wenn da mal Querverkehr auftaucht, der sich voll auf seine grüne Ampel verlässt, man mag gar nicht darüber nachdenken. Man mag auch gar nicht darüber nachdenken, wie schnell solche Überholmanöver hier mal böse ausgehen könnten. Hier haben wir wieder jemanden der Kategorie ich habe lang genug gewartet, ich fahre. Den Audi-Fahrer hat er damit erschreckt, den Dacia-Fahrer ausgebremst, alles falsch gemacht. Links schleichen ist natürlich nervig, rechts überholen ist aber super gefährlich, vor allem wenn solche Schnarchnasen dann plötzlich aufwachen. Aber wo wir gerade schon von gefährlichen Situationen sprechen. Immerhin entschuldigt er sich. Hier sind nur 30 km/h erlaubt, wir fahren schon einen Tacken schneller, aber bei manchen reicht es dann eben auch für den Blitzer.
Na, guck mal an, wie schön sie plötzlich alle langsam fahren können. Wir sind hier mit einer Fahrschule unterwegs. Da vorne die Ampel, die wird gleich rot. Der Fahrer des Opel hinter uns, der bekommt das jedoch leider so gar nicht mit und zeigt dem Fahrschüler hier direkt mal die manchmal harte Realität unseres Straßenverkehrs. Passiert ist bei dem Ganzen hier zum Glück niemandem etwas. Am Fahrschulauto entstand ein Schaden von knapp 29.000 Euro. Der Opel dahinter war vermutlich ein Totalschaden. Aber dieser Clip hier zeigt mal wieder, wie wichtig es doch ist, aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Der Opel fährt uns hier quasi ungebremst hinten drauf. Und da fragt man sich ja schon, wie kann so etwas passieren, wenn nicht durch Ablenkung? Sekundenschlaf wäre natürlich auch eine Möglichkeit, jedoch passieren solche Unfälle hier häufig durch den Gebrauch des Handys während der Fahrt. Auch durch die Technik in den Autos selbst wird man mitunter abgelenkt. Umso wichtiger ist es, sich darauf zu besinnen, den eigenen Fokus immer auf den Straßenverkehr zu richten und nicht auf ein Handy oder sonst irgendetwas. Hier ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen. Beim nächsten Mal gibt's vielleicht Tote. Weiter vorne gilt es gleich, sich auf der richtigen Spur einzuordnen. Der Fahrer des Sprinter macht das ohne Rücksicht auf Verluste. Ey, da ist ein Mann! Das ist ein Mensch! Na, habt ihr ihn gesehen? Es ist ja allgemein schon gefährlich, über eine Autobahn zu laufen. Bei Nacht ist es nochmal eine Stufe schlimmer. In solchen Fällen empfiehlt es sich dann, die Polizei anzurufen. Wenn man Glück hat, erwischen sie diese Leute noch. Oder, wenn es schiefgegangen ist, können sie direkt von der Straße kratzen. Ja, was hat denn der da jetzt gemacht vor? Alter, der fällt. Das frisch mir meine drauf. Hast du schon was? Bremst der vor uns plötzlich voll? Ja, ja. Der ist über die Sperrfläche noch auf die andere Spur rübergezogen. Also in dieser Szene hier geht es sofort los. Man muss eben noch unbedingt am LKW vorbei. Und weil doppelt ja besser hält, ein ähnlicher Clip hinterher. Marco 73 sieht hier diesen Mercedes am Straßenrand stehen und denkt sich, vielleicht kann man dem Fahrer ja helfen. Also dreht er bei nächster Gelegenheit um. Wo wir gerade sowieso schon bei guten Taten sind, herzlichen Dank an Bartimus fürs Pixeln der heutigen Folge. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ah, okay, aber sonst medizinisch. Nee, alles gut, ja, alles klar. Bitte. Viel Erfolg! Es sind diese kleinen Dinge, die den Straßenverkehr ein bisschen besser machen. Einfach mal zu fragen, ist alles in Ordnung, kostet nicht viel Zeit. In den meisten Fällen wird nicht mal Hilfe benötigt, aber ich finde, hier zählt einfach die Geste. So, das war's dann für heute. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.